So sieht die Verpackung aus. Ich war mir nie ganz sicher und ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht ganz genau, warum ich dann irgendwie nie was bestellt hatte. Ich habe da reingeguckt und ich habe so gedacht, okay, also das ist krass. Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Video heute wird so cool. Ich habe nämlich zum ersten Mal bei Paul Valentine bestellt und es wird ein Unboxing geben. Ich werde das mit euch zusammen auspacken und mit euch so meine First Impression teilen. Wenn euch das Video gefallen sollte, vergesst mir bitte nicht einen Daumen nach oben zu geben. Abonniert auch sehr, sehr gerne den Kanal. Und dann danke ich euch jetzt schon mal fürs Zuschauen und hoffe, das Video gefällt euch. Weil das Video in Zusammenarbeit mit Paul Valentine ist, habe ich einen Rabattcode für euch bekommen. Richtig cool. Und der ist Marie August. Ich schreibe ihn euch auch nochmal hier hin. Damit spart ihr von heute, vom 17.08. bis zum 5.09. 15% auf das gesamte Sortiment. Also es wird ja nun First Impression geben, aber vielleicht gefällt euch ja auch schon was auf Anhieb so, so gut, dass ihr das direkt bestellen wollt. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht könnte man auch in ein paar Wochen dann nochmal so ja meine Erfahrungen mit Paul Valentine Video hochladen dazu. Ich glaube, ich fange einfach mal mit der Uhr an, weil wenn ich an Paul Valentine denke, denke ich immer so an die Uhren, die man auf Instagram halt schon mal so oft gesehen hat. Und ich habe mir echt voll oft überlegt, ob ich mir auch mal was bestellen sollte, weil ja die Sachen einfach richtig, richtig schön sind. So sieht auf jeden Fall die Verpackung aus, wie edel bitte. Also so mattschwarz einfach. Und hier ist dann halt nochmal so Paul Valentine drauf. Und das da drinne ist die Iconia Gold. Das ist so ein richtiger Klassiker, so eine klassische Uhr, aber halt auch, also es ist der Bestseller, aber eine klassische Uhr, die glaube ich auch nie aus der Mode kommen wird. So sieht die aus. Richtig, richtig edel. Vor allem, weil die halt auch so eine Mischung aus Mattgold und glänzend hat. Einfach nur toll. Ich kann die auch mal direkt anziehen. Ich habe die erstmal irgendwie nicht aufbekommen. Es ist ein bisschen schwierig, aber wenn man es einmal raus hat, geht es eigentlich. Ist halt eigentlich so ein typischer Verschluss hier. Den muss man halt auf beiden Seiten so aufklippen. Und dann kann man die halt ums Handgelenk machen. Ich zeige euch das jetzt mal von ein bisschen näher. Also ich hebel das immer quasi hiermit so runter. Man kann das auch anders aufklippen, aber so funktioniert das bei mir am leichtesten. Und dann einmal mit der Hand auf der Seite genau das Gleiche. Und dann hat man die auch schon auf. Und dann mache ich die jetzt auch mal direkt um. Und ich hatte die natürlich schon um, weil ich muss das natürlich direkt ausprobieren, wie das aussieht. Und die sieht so elegant aus. Das Ziffernblatt ist natürlich jetzt falsch rum für euch. Aber wie schön sieht die bitte am Handgelenk getragen aus. So edel, klassisch. Und ich finde die Größe halt so schön, ne? Weil die jetzt nicht zu groß für mich ist. Der erste Eindruck ist schon mal der Hammer. Die ist übrigens aus Edelstahl, also färbt die nicht ab. Ja, die ist auch leicht, also die ist auch jetzt nicht schwer oder so. Achso, die gibt es übrigens in ganz, ganz vielen Farben. Ich kann euch hier mal eine Variation einblenden, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Und es gibt die zum Beispiel auch in komplett blau einfach. Könnt ihr euch ja mal im Shop anschauen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch schon mal direkt weiter. Ich habe hier ja noch ein paar Päckchen und ich nehme jetzt, glaube ich, irgendwo fehlt noch eins. Ich nehme mal das, was gefehlt hat. Können wir bitte einmal über diese wunderschöne Verpackung reden? Ich hoffe, ihr könnt diese goldene Schrift hier gut erkennen. Also es ist einfach so edel und wenn ihr die aufklappt, dann habt ihr hier drin einfach nochmal ein Täschchen. Also habt ihr quasi in der Schachtel nochmal eine kleine Tasche, wo ihr die Schmuckstücke halt auch, wenn ihr verreist oder so, einfach richtig gut drin verstauen könnt. Und auch hier, wir gucken mal, was... Oh, hier ist der Ring drin, ne? Das ist richtig, richtig schön. Aber was ich euch auch noch zeigen wollte, hier seht ihr, sind nochmal zwei einzelne Täschchen quasi. Also wenn ihr jetzt Ohrringe habt, könnt ihr einen nach hinten machen und einen in diese Tasche, in die vordere. Und dann zerkratzt er auch nicht. Und hier haben wir den wunderschönen Ring aus der Twister-Kollektion. Ich mag den so gerne, habe mir den noch direkt ausgesucht, weil der halt so auffällig ist, aber nicht zu auffällig. Und schaut mal, je nachdem wie das Licht da drauf fällt, sieht es auch einmal weiß aus, einmal schwarz aus oder halt eben Gold. Also ja, ich liebe Ringe, weil ich finde, wenn man zum Beispiel auf Essen geht, dann hat man halt irgendwie noch so einen Ring. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber das sieht dann halt immer irgendwie noch so voll edel aus und deswegen mag ich das auch, mehrere Ringe zu kombinieren. Und ich habe mir halt gedacht, wir gucken erstmal, wie mir die gefallen und wie gut die halten und so. Dann muss ich mir unbedingt noch mehr bestellen. Übrigens sind die Schmuckstücke, ich habe extra nachgeguckt, das sind alles, die sind alle vergoldet. Ja, wasserfest und das färbt nicht ab und so. Schreibt auf jeden Fall auch schon mal gerne Feedback in die Kommentare, wenn ihr schon Paul Valentine Schmuck oder vielleicht eine Uhr oder so zu Hause habt. Dann können wir uns da ein bisschen austauschen, aber ich bin auf jeden Fall schon mal mega gespannt. Und auch hier ist der erste Eindruck schon mal sehr gut.
machen wir einfach mal das nächste kleine Päckchen auf und gucken, was da drin ist. Ich finde das übrigens so cool, dass es so zwei Verpackungen sind, dass man das halt auch so in der Tasche mitnehmen kann. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen. Ich versuche, euch das hier mal zu zeigen. Das ist hier nochmal so eingeprägt einfach. Und von innen ist das übrigens super flauschig, wollte ich sagen. Oh, hier haben wir zwei kleine Ohrringe. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, wie das auf der Webseite war. Das ist nämlich das Twister-Set gewesen, das Twister-Ohrring-Set, was ich mir hier noch ausgesucht habe. Auf jeden Fall sind das so kleine Mini-Kreolen. Die sind halt eigentlich auch perfekt für das zweite Ohrloch. Nein! Für das zweite Ohrloch gedacht. Ich habe ja jetzt nur ein Ohrloch, aber ich dachte, das ist halt auch einfach eine richtig süße Mini-Kreole. Und das Set, das sah halt so, so toll aus. Und ich werde die auf jeden Fall auch schon meiner Schwester zum Austesten geben, weil die hat nämlich das zweite Ohrloch. Gucken wir mal rein, was hier drin ist. Oh, hier ist der Earcuff drin. Der gehört halt, wie gesagt, auch zu diesem Set. Das ist das Twister Earring Set. Und das gibt es in Silber, Gold und Rosigold. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, dass ich euch das auch richtig sagen kann. So, das ist der Earcuff. Wie cool ist der bitte? Und ich finde Earcuffs halt so mega cool, weil man muss halt nicht ein Piercing haben und kann halt trotzdem so tun, als ob man einen hätte. Wie cool sieht das bitte aus, oder? Wow, und wenn man halt jetzt noch das zweite Ohrloch hätte, ich mache die mal gerade raus. Das ist so cool, oder? Vor allem, wenn man jetzt einen Zopf oder so oder die Haare halt einfach nach hinten trägt, dann sieht das halt mega aus. Und jetzt kommen wir zu last but not least den Kreolen. Und die sind auch wirklich einfach nur ein Traum. Die haben hier so einen Steckerchen. Mag ich auch richtig, richtig gerne. Die sind also hinten offen. Und die mache ich mir jetzt mal eben rein. Leute, es war übrigens so schwer, sich zu entscheiden, weil da mega, mega schöne Sachen auf der Webseite waren. Und wenn ja viel Auswahl da ist, ne, dann kann man sich meistens nicht entscheiden. Aber ich habe mich halt echt extra für so verschiedene Kategorien entschieden, weil ich halt mal die verschiedenen Sachen ausprobieren wollte. Und wie schön sieht das bitte aus. Ich habe euch mal so ein kleines bisschen näher rangeholt. Und dazu würde halt ja jetzt eigentlich noch perfekt diese kleine Mini-Kreole passen, so dazwischen. Aber ich finde, dass es auch so schon richtig schön aussieht. Und wisst ihr, was ich total cool finde? Dass die nicht schwer sind. Also die, wirklich, die merkt man kaum. Die sind wie so Steckerchen halt. Aber es ist halt eine Kreole, weil manchmal sind die so schwer, dann kann ich die halt nie lange drinnen lassen. Kennt ihr vielleicht, ne? Es gibt, ja, wie gesagt, noch ganz, ganz viele weitere neue Sachen. Es gibt auch ganz viele tolle Ketten. Es gibt auch ganz viele tolle Armbänder. Ihr müsst unbedingt einfach mal selber im Shop vorbeischauen. Und jetzt wird es hier gerade schon wieder viel zu hell. Leute, immer wenn ich irgendwie anfange, dann das Video zu drehen, geht die Sonne immer wieder weg und kommt immer wieder. Also so ganz komisch. Und vorher war hier die ganze Zeit Sonne draußen. Aber wir lassen uns davon nicht stören. Jetzt kommen wir nämlich zu meinem leider letzten Teil, was ich euch zeigen möchte. Aber auch zu einem mega, 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 mega tollen Teil. Ich habe da reingeguckt und ich habe so gedacht, okay, also das ist krass. Das, wie das bei euch zu Hause ankommt. Also das ist diese wunderschöne Box hier und da ist eine Tasche drin. So viel kann ich euch jetzt schon mal verraten. Und zwar ist da die Amber Belt Bag drin in Nude. Auch die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Aber schaut euch einfach mal an, wie das bei euch zu Hause ankommt. Tada! Leute, da ist einfach nochmal so ein extra Beutelchen und hier habt ihr dann quasi den Gürtel. Holen wir das mal raus. Also sehr, sehr hochwertig. Also davon war ich wirklich mega begeistert. Bevor ich die unboxe, bisschen Spannung, wollte ich euch mal noch ganz kurz die Details bei dem Gürtel zeigen. Die Schnalle ist nämlich einfach mal matt Gold. Wie edel sieht das aus? Und dann in Kombination mit dieser, ja, mit dieser Farbe, mit diesem Nude. Ich werde die gleich auf jeden Fall auch einmal umziehen. Ich kann euch mal ein Bild hier einblenden, wie die getragen auch aussieht. Das sah so, so toll aus. Und schauen wir auch hier wieder mal auf die Details. Wie krank ist das? Hier auch nochmal von innen so da reingeprägt, Paul Valentine. Da habe ich echt schon so gedacht, okay. Auf dem Beutelchen steht es übrigens auch nochmal drauf. Und ich würde sagen, wir machen den jetzt einfach mal zusammen auf und holen die Tasche daraus. Wie schön ist die bitte? Also wie hochwertig sieht die auch einfach aus? Ich muss mal hier noch das Papier jetzt gleich abmachen und hier vorne. Aber wow, es ist halt eine Lederimitattasche. Könnt ihr hier oben natürlich auch aufmachen. Versuche ich das hier die ganze Zeit so gut zu zeigen, dass die Tasche im Vordergrund ist. Ich hoffe, das funktioniert auch.
Und von innen ist sie einfach edelschwarz. Und hier steht halt auch nochmal Paul Valentine. Und hier könnt ihr halt den Gürtel durchmachen. Das machen wir jetzt gleich auch mal. Ich mache mal kurz vorne noch die Folie ab. Und hier dieses Papier. Kriegt das nicht ab. Ah, die Pipel. Ich hatte gestern gesaugt. Muss ich gleich nochmal machen. Jetzt sind hier diese ganzen kleinen Fitzelchen. Kennt ihr das, wenn ihr dann zu faul seid, einfach ein Messer oder eine Schere oder so zu holen? Und dann wollt ihr das unbedingt aufmachen. Ich hole mal gerade, also mach's mal gerade in der Küche auf. So, Leute. Ich habe es aufgemacht, ich habe meine Faulheit überwunden, bin in die Küche gegangen. Auf jeden Fall habe ich euch ja gerade schon gezeigt, es wird gerade wieder dunkel. So sieht die halt aus. Jetzt mache ich mal den Gürtel da dran. Ich finde sowas übrigens mega praktisch, weil manchmal, wenn man, okay, feiern gehen, aktuell geht das ja nicht, aber auch wenn man manchmal einfach nur in der Stadt ist, möchte man nicht die ganze Zeit um die Schulter halt eine Tasche tragen. Und so eine Tasche ist dann halt mega praktisch, wenn man die halt um hat. Man hat halt einen Gürtel und man hat halt eine Tasche, ne, wisst ihr, wie ich meine. Da kann man halt Handy und so die wichtigsten Sachen reintun. Ich glaube, ja, so kann man es, glaube ich, sehen. Ich habe übrigens meine Sporthose an, ist ja irgendwie immer so, dass man sich obenrum schick macht und dann untenrum entweder eine Jogginghose oder halt eine Sporthose. Achso, hier ist auch noch sowas dran. Machen wir die mal zu. Es gibt übrigens auch verschiedene Größen, also es gibt noch eine andere Größe vom Gürtel, damit das auch für jeden halt passt. Ich habe das jetzt mal hier so um meine Taille gemacht. Und wow, wie schön sieht das aus. Also, wenn man natürlich jetzt was anhat, was ein bisschen besser passen würde, wäre das doch echt mega, oder? Also wenn ich jetzt einfach eine normale Hose dazu anziehen würde. Finde ich richtig, richtig schön. Oh Mann. Mal gucken, ob das Smartphone auch da reinpasst. Tatsächlich, mein Handy passt einfach da rein. Machen wir die mal wieder ab. Ich hoffe, ihr konntet euch das jetzt irgendwie ein bisschen vorstellen mit Sporthosen, ein bisschen schwer. Und es gibt ja auch voll die schönen Herzchentaschen und so noch davon. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Ich muss mich mal wieder ein bisschen näher zu euch setzen und euch mal wieder ein bisschen näher runterholen. So. Ich glaube, so sollte es gehen, oder? Nee. Ja, das waren jetzt auch schon die ganzen Sachen, die ich euch vorstellen wollte. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Und ich muss echt sagen, der erste Eindruck ist halt wirklich wow. Ich war mir nie ganz sicher und, also, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht ganz genau, warum ich dann irgendwie nie so was bestellt hatte. Aber ja, ich bin so froh, dass ich es jetzt gemacht habe, weil jetzt weiß ich, dass das einfach mega ist. Und auch, wie diese Tasche hier ankam, wie die Uhr hier ankam, wie die Schmuckstücke aus der neuen Kollektion ja hier auch verpackt sind und einfach, wie hochwertig die sich anfühlen und wie, ja, wie schön die halt auch einfach aussehen, so, ne? Ja, wenn euch vielleicht auch schon was von den Sachen, die ich jetzt hier gerade vorgestellt habe, gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne meinen Code verwenden, wenn ihr mögt. Oder ihr stöbert einfach mal selber im Shop rum. Denkt dran, mir gerne Feedback in den Kommentaren schon mal da zu lassen, mir ein Däumchen nach oben zu geben, wenn ihr vielleicht in ein paar Wochen dann noch so eine Review zu den Teilen, die ich jetzt da habe, haben wollt. Und auch an ein Abo. Dann haben wir bald die 1000 und dann, ja, lasse ich mir auch was richtig, richtig Cooles für euch einfallen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!